Der Neonazismus hat oft kein Gesicht mehr. Es ist verstellt durch die Gewalttaten vergangener Jahre. Und doch hat sich im Umfeld verschwommener Ideologien eine rechte Alltagskultur entwickelt. Mit Symbolen, Musik und einer eigenen Mode. Jeder Tiroler Trachtenverein trägt seine Tiroler Tracht und so tragen Skinheads halt verschiedene Skinhead-Produkte, sag ich mal. Und man erkennt sich natürlich. Das heißt, ich trage eine bestimmte T-Shirt-Marke, ich trage bestimmte Turnschuhe oder andere Insignien und sofort weiß jeder eigentlich, aha, ich bin ein Rechter. Dementsprechend ist Kleidung sehr wichtig, ein Erkennungsmerkmal. Man findet Gleichgesinnte darüber natürlich auch. Wenn ein Jugendlicher mit einem Master Race T-Shirt aus Wuppertal nach Rostock fährt und er sieht dort einen anderen Jugendlichen, der ein Master Race T-Shirt trägt, also Master Race Herrenrasse, dann weiß er sofort, er ist ein Kamerad. Einen Neonazi erkennt man zuerst an seinen Parolen und Sprüchen. Doch dazu hat sich in den vergangenen Jahren ein Stilmix aus englischem Skin-Kult und deutschem Nationalismus entwickelt. Eine neue Jugendkultur ist entstanden. Also auf den ersten Blick wirkt es ja etwas komisch für Außenstehende. Da tragen deutschnationale Jugendliche englische und amerikanische Kleidungsstücke. Es gibt ja auch immer wieder die Karikaturen, dass man in einem Rechten sagt, wenn du so Deutschland willst, zieh alles aus, was ausländisch ist, und dann stehst du nackt da. Dabei wird vergessen, dass gerade Rechtsextremismus, Rassismus, ja keine rationale, logische Kultur ist, sondern eine höchst irrationale, eigentlich Religion. Dort geht es nicht um Rationalität, sondern um Glaubenssätze. Und dort wird alles natürlich so zurechtgebogen, wie es sein muss. Singet dem Baum und dem Wald, Atem von Erde, von Winden, ragender Esche Gestalt, mahnt aus den grünen Gebinden. Wachse der Mut, wachse der Mut. Deutsche Volkslieder in der englischen Lonsdale-Jacke. Auf allen Höhen. Germanische Sonnenwendfeier mit Fred Perry Mütze. Widersprüche aus verschiedenen Kulturen, Moden und Zeiten. Angefangen hat diese rechte Jugendkultur, wie viele andere vorher, mit der Frisur. Die Haare, Symbol des Jugendprotestes und Widerstands. Meine erste Glatze, sag ich mal, die habe ich mir geschnitten, da werde ich so vielleicht so 15 gewesen sein, 15, 16, so um den Dreh. Aber vorher habe ich halt schon die Haare kürzer getragen und man musste ja immer ein bisschen aufpassen wegen seinen Eltern. Die Eltern, die haben natürlich da schwer dagegen gearbeitet, gegen diese ganze Sache. Aber ich muss dann sagen, egal ob meine Eltern dagegen waren, ich bin dann trotzdem immer weiter in diese Gruppe rein und ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Das war eine prima Gruppe von Jugendlichen, das waren alles Protestler. Es war sehr die Musik, die mir sehr gut gefallen hat und dann natürlich auch die Klamotten, die getragen haben. Das waren also auch diese englischen Sachen und schöne Domestos-Hosen und schöne Doc Martens-Stiefel dazu. Das hat mich also schon fasziniert und hat mich dann auch immer weiter da reingetrieben. Schwere Arbeitsstiefel und Glatze. Symbol einer Jugendkultur, die ihre Anfänge im England der 60er Jahre hatte. Die Skins. Proletarisch, wild und voller Widersprüche. Ich stamme also von einem kleinen Dorf. Und wenn da der Junior mit einer Glatze durch die Gegend läuft und schwere Stiefel trägt, auch im Sommer bei 35 Grad, dann fangen die Leute an zu reden. Und meine Eltern hatten ein eigenes Geschäft und dann hatten sie Angst, dass keine Kunden mehr in ihr Geschäft kamen. Und und wenn diese Ängste, die haben sie dann an mir praktisch wieder ausgelassen. Also du bist schuld und muss das sein und das ist doch asozial und jetzt hört er mal auf damit. Und dann nehmen wir diese kleinen Bestrafungen halt und diese Sachen. Aber eigentlich waren es alles nur vergebliche Versuche, weil ich bin meiner Sache eigentlich treu geblieben. Zwei Skins in einer Essener Zechenruine. Die Skins kamen mit den Punks nach Deutschland.
Sie waren unpolitisch, nur an ihrer Musik und ihrem eigenen Stil orientiert. Ja, ich bin Skin geworden und damit mein Freund zusammen mit dem Thomas. Und das war erst nur so aus Spaß irgendwie, ne? Und nachher haben wir gemerkt, dass das ernst war. So, dass das unserer Einstellung entspricht, ne? Und da sind wir auf Fußball gegangen und haben mit Kollegen getrunken und so, ne? Und das war irgendwie ein guter Zusammenhalt und so, ne? Darum sind wir auch Skins geblieben bis jetzt, ne? Wir werden auch immer Skins bleiben. Also ich bin aus der Schule gekommen und da habe ich versucht, Arbeit zu kriegen und keine Chance habe ich gehabt. Meine Haare und so, ne? Wie man aussehen. Und zu Hause, da habe ich so eigentlich keinen Ärger gehabt, nur weil ich mich tätowiert habe. Deswegen habe ich großen Ärger gekriegt. Ne? Da wäre ich beinahe rausgeflogen und jetzt geht das eigentlich wieder. Und warum machst du das alles? Weil ich Skinhead bin. Das ist meine Einstellung. Nicht nur eine Mode? Das ist keine Mode. Das ist die Einstellung. Mode ist das nicht mehr. Das ist Überzeugnis. Das ist die Überzeugung davon. Und was bringt das dir? Mir bringt das Freunde, Kameraden. Was Besseres kann ich mir nicht vorstellen. Aus Freunden wurden spätestens in den 90er Jahren Kameraden. Rechte Kameraden. Die rechten Skins sind heute in Deutschland eine Bewegung. Sie haben nichts mehr mit der bunten Jugendkultur der frühen 80er Jahre zu tun. Die englische Skinhead-Bewegung kam also nach Deutschland eigentlich eher als unpolitische Szene. Die aus der Szene raus ist also praktisch die rechte Skinhead-Bewegung sowie auch die linke Skinhead-Bewegung entstanden. Und müsste man ja sagen, als deutschnationaler Skinhead, ich möchte mit den Engländern nichts zu tun haben, weil die im Zweiten Weltkrieg unser Land bombardiert haben. Das ist aber gerade das, was wir nicht mehr wollen. Wir wollen keine Ausgrenzung mehr von anderen Ländern und wir sagen nicht wir wollen hier keine Ausländer und möchten mit denen nichts zu tun haben. Ganz im Gegenteil. Ich möchte eigentlich, dass sich alle Länder der Welt sehr gut verstehen und zusammenarbeiten. Und das ist dann auch leichter zu erreichen, das große Ziel, eine bessere Welt. Die Skin-Bewegung heute ist eindeutig rassistisch und fremdenfeindlich. Sie ist ideologisch national, im Stil aber international, orientiert an global vertriebenen Kleidermarken. Eine dieser Marken ist Lonsdale. Sie gibt es seit 40 Jahren, genannt nach dem Earl of Lonsdale, der im 19. Jahrhundert die Boxkampfregeln einführte. Ursprünglich eine Sportbekleidungsmarke, wurde sie schon in den 60er Jahren Kultkleidung der Skins in England. Es gibt keinen historischen Bezug zu einer politischen Richtung. Lonsdale ist eine global vertretene Marke für Jugendbekleidung. Am meisten wird in Italien verkauft. Der Umsatz ist am größten in Italien. Und auch an Skins oder? Nein, in Italien ist es mehr generelle populäre Jugendmarke. Wobei die Skins nur eine sehr kleine Minderheit sind. Und in Deutschland ist das? In Deutschland sind die Skins, denke ich, auch eine Minderheit inzwischen. Aber weil in Deutschland mehr Rechtsradikalismus gibt und der Rechtsradikalismus auch härter ist als in anderen Ländern, ist das übler in Deutschland. Das Markenzeichen von Fred Perry ist der Lorbeerkranz. Die Marke wurde vor 50 Jahren in England gegründet. Fred Perry gewann in den 30er Jahren dreimal das Wimbledon-Turnier. Er wird beschrieben als sehr elegant und als fairer Tennisspieler. Er war der Sohn eines Parlamentsabgeordneten und wanderte nach dem Krieg in die USA aus. Fred Perry war politisch nicht aktiv. Fred Perry hat auf seiner Website und als TV-Spot diesen Schießbuden-Spot. Der Spot ist so vieldeutig wie das Verhältnis zu den ungebetenen Werbeträgern, den Skins. Unsere Verbindung dahin, zu den, wie Sie vorhin sagten, bösen Skinheads,
ist uns völlig unerklärlich. Es ist weder aus der Geschichte des Unternehmens in England noch aus der des Unternehmens in Deutschland zu erklären. Und es hat schon überhaupt nichts mit unserem Markenzeichen zu tun. Der Lorbeerkranz ist ursprünglich das Emblem des Wimbledon Tennis Clubs gewesen. Skins verfremden den Lorbeerkranz. Sie setzen eine 88 dazu. Der achte Buchstabe im Alphabet ist ein H und ein doppeltes H steht für Heil Hitler, ein Insider-Code. Fred Berry ist nur, also nur der Lorbeerkranz. Das andere ist? Das andere ist nur so. Wo gibt es das? Auf dem Katalog. Bei Internetversteigerern werden Hemden von Fred Perry als Skinhead-Hemden geführt. Es gibt Händler, die damit ein Problem haben und die uns deswegen nicht geführt haben. Deswegen die ganz klare Antwort, ob es uns nutzt oder schadet, es schadet uns auf jeden Fall. Es nutzt uns in keinem Fall. Und deswegen haben wir uns auch sehr bemüht, das in irgendeiner Form zu bekämpfen. Mode wird erst zum Kult, wenn sie ein Mythos umgibt oder wenn sie eine versteckte Botschaft hat. Ja, das ist ein traditionelles Lonfeldteil, der sogenannte Two-Tone. Also das heißt zweifarbige Flock auf Druck. Es gibt so junge zu Skins, die sagen, das Besondere sei halt dieses NSDA. Das ja, hätte ich, so ein, so. Ich denke, das ist mehr zufällig eigentlich. Das ist etwas Extras, das da noch dazu kommt, dass man das dann hier Nationalsozialistische Deutsche Arbeitspartei oder so lesen kann. Ich denke, das ist nicht wirklich der Grund, denn auch Fred Perry und Ben Sherman sind beliebt bei Skinheads und die haben das nicht. Ich denke, das ist nur zufällig. Für Rechte wird aus einer internationalen Modemarke ein nationales Erkennungszeichen. Und dementsprechend sind alle Kleidungsstücke eigentlich auch, die Rechte tragen, häufig sehr politisch besetzt. Das heißt, aus einem ganz normalen Turnschuh der Marke New Balance wird aufgrund dieses N, was der am Schuh trägt, plötzlich ein nationaler Turnschuh. Es ist natürlich Unsinn, es ist keine rechte Firma, aber sie kodieren es so. Master Race, typisches Beispiel. Wenn man das auf dem T-Shirt sieht, klein eingestickter Name, bin ich sicher, die meisten gehen erstmal vorbei und denken sich nichts dabei. Wenn man genauer hinsieht und sich überlegt, was heißt Master Race, kommt man auf die Idee Herrenrasse. Das heißt, es ist ein eindeutiges politisches Signal, was aber so in der Vielfalt der T-Shirts sozusagen im Lande verloren geht, was nur Eingeweihte merken. Das heißt, Kleidung sendet, wenn man so will, Geheimbotschaften aus. Ich gehöre zu euch oder ich gehöre zu anderen, lass mich bitte in Ruhe. Zum rechten Kult gehört auch das Verfolgtwerden und das Verbotene. Erst das Verbotene wird begehrt. Aber leider auch E-Mails von Rechtsradikalen, die uns dann einfach mitteilen, wie zum Beispiel Mädchen aus Ostdeutschland, dass sie es eine Frechheit findet, dass man uns gesetzlich verboten hat, das P aus dem Namen Lonsdale zu nehmen, obwohl das P ja eigentlich überhaupt nicht vorkommt und auch nie in dem Namen Lonsdale vorkommen sollte. Was heißt denn das mit dem P? Mit dem P, wenn das P in dem Namen drin wäre, dann wären die Buchstaben NSDAP hintereinander zu lesen. Und sie ging wirklich davon aus, dass das von vornherein in diesem Namen so drin war und nur, dass uns der Gesetzgeber das verboten hat. Es kann keinem verboten werden, in England in ein normales Einzelhandelsgeschäft zu gehen, in London oder Manchester oder wo auch immer, dort unsere Ware zu kaufen, sie nach Deutschland zu importieren, muss noch nicht mal Zoll gezahlt werden, und sie hier wieder weiter zu verkaufen. Das ist in großem Umfang geschehen. Darauf kann auch das Unternehmen in England direkt keinen Einfluss nehmen. Das ist, wenn Sie so wollen, der Fluch der freien Marktwirtschaft. Manchmal muss man gewisse Produkte muss man aus zweiter Hand kaufen, aus dem Großhandel, weil zum Beispiel die Firma Lonsdale oder vielleicht auch andere einen nicht direkt beliefern. Warum? Weil sie sich sträuben, Nazi-Läden zu beliefern. Woran erkennt man einen Nazi-Laden? Woran erkennt man einen Nazi-Laden? Tja, vielleicht an andere Kleidung von anderen Herstellern, die noch so rumstehen und rumliegen, die da verkauft werden. Und da sträubt sich dann Lonsdale, ihre Sachen dann dazu zu hängen. Was heißt die 88? 88, das ist eine Zahl,
eine Kombination, wo sich jeder das zusammenreimen kann, was er gerne hätte. Darf man das tragen? Die Zahl 88 darf man tragen, klar. Insider wissen, 88 steht für Heil Hitler. Eindeutig rechte Begleitung sind zum Beispiel diese Mützen, die bestickt oder bedruckt sind mit verschiedenen Symbolen und Emblemen, zum Beispiel von Ku Klux Klan oder von Screwdriver. Dann gibt es da auch noch passende T-Shirts zu und bestickte Jacken und hier haben wir zum Beispiel hier unten. Und wer trägt solche Mützen? Da kann man Ärger bekommen. Nein, Ärger eigentlich nicht. Das sind also legale Sachen, also Screwdriver oder auch der Ku Klux Klan. Solange man hier in Deutschland vielleicht keine eigene Organisation gründen will, ist das eigentlich keine verbotene Sache. Es gibt natürlich auch genügend Material, was aus dem Ausland kommt, wo natürlich entsprechende Embleme drauf sind, mit denen wohl hier in Deutschland keiner rumlaufen will. Und wer trägt sowas? Verrückte. Nutzt Ihnen diese Skin-Nähe im Geschäft oder schadet Ihnen? Nein, das... Das rechtsradikale Popularität in der rechtsradikalen Szene ist negativ für uns. Es gibt Händler, die wollen die Marke Lonsdale nicht im Laden haben, wegen dieser negativen Verbindung mit dem Rechtsradikalismus. Das ist zum Beispiel ein Girly Top von Pitbull. Und solche Sachen laufen eigentlich im Moment sehr gut. Die Mädels, die kaufen eigentlich sehr viel solche Kleidung. Und es gibt jetzt auch von vielen Herstellern eigene Kollektionen, die wirklich nur für Mädels sind. Also das ist zum Beispiel die Firma Pitbull, die macht da sehr schöne Sachen. Oder hier hinten haben wir noch eins bedruckt mit einem Keltenkreuz und Rahova. Ist auch sehr interessant. Warum? Ja, dass sich Frauen auch interessieren, jetzt also nicht nur für sag ich mal so unpolitisch wie Pitbull, sondern auch dann sagen, wir tragen mal ein Keltenkreuz oder mal einen gewagten Schriftzug drauf oder so. Das ist also schon interessant, dass Frauen sich jetzt auch in der Richtung engagieren. Dass sie jetzt also direkt von der Barbie-Puppe direkt zu politischen T-Shirts kommen. Das ist eigentlich interessant und gut. Zunehmend wird eindeutig rechte Mode gesellschaftsfähig. Es scheint schick zu werden, mit rechten Symbolen zu provozieren. Das Keltenkreuz, eine Abwandlung vom Sonnenrad. Das ist wohl bestimmt bekannt, da brauche ich nicht weiter zu sagen. Was ist das für einer? Das hier, ja. Das Hakenkreuz. Wo? Oh, Zeichen des Glücks. Korrekt. Ja, und was gibt es noch für Zeichen? Lebensrune. Ja? Ja, wow. Und eben hier Spitze. Weltenbaum. Der Lorbeerkranz von Fred Perry und die germanische Urrune. Ein Widerspruch und doch kein Zufall. Es ist die Botschaft, ich gehöre dazu. Die Runen und die Keltenkreuze. Ja. So ist das. Es ist eine Mischung aus Esoterik, Provokation, germanischer Mythologie und geheimen Zeichen, die den rechten Kult ausmachen. Also das von Thor der Hammer, der wird auch... Das kommt aus dem nordischen Mojore genannt. Also die genaue Aussprache ist ein bisschen schwierig. Mhm. Ja. Und warum trägst du das? Das ist ein Symbol von vielen. Haben viele um und wenn man es halt sieht, da weiß man ungefähr, in welche Richtung es geht. Mhm. Ja. Das ist eigentlich in der Hinsicht ein Erkennungszeichen. In den letzten Jahren ist das Tätowieren neben dem Piercing zu einer Mode geworden. Ursprünglich auch eine Form des Protestes. Ja, vielleicht ist das auch so ein Ausdruck von Protest, weil jeder weiß, dass eigentlich, wer eine Tätowierung trägt, der kommt eigentlich direkt aus dem Zuchthaus und kann eigentlich nur ein Totschläger sein und ein Taugenix und vielleicht passt das noch ganz gut dazu. Dann gibt es natürlich auch noch die andere Richtung. Man lässt sich dann verschiedene Skinhead-Motive tätowieren, um noch mehr darzustellen. Das ist meine Überzeugung und meine Weltanschauung. Es gibt zum Beispiel sehr viele, die tragen Wikinger-Motive. Wikinger-Motive wegen der nordischen Mythologie und Runen nordische und Keltenkreuz ist sehr beliebt. Die Skin-Kultur hat mit ihren Formen und Stilen den rechten nationalen Politikstil wesentlich verändert.
Waren es früher Parolen und Propaganda, sind es heute Symbole, Moden und Zeichen, die provozieren. Tätowierungen sind ja schon ein sehr traditionelles Mittel rebellischer Jugend, muss man eigentlich sagen. Tätowierungen standen ja früher für den Mainstream, für Knast hauptsächlich, für Kriminalität. Und das war für Skins natürlich spannend. Die wollten ja immer das Image haben, Underdogs zu sein, gesellschaftliche Außenseiter. Das kann man durch ein Tattoo durchaus erreichen. Heute nicht mehr so ganz. Jede Vorstadtsekretärin ist ja heute tätowiert und gepierst. Aber früher war das ein Zeichen für rebellische Jugend. Eine rechte Gesinnung ist nicht für ewig. Genau wie ein Tattoo. Es kommt immer meistens, hängt das mit Hakenkreuzen oder SS-Zeichen oder sowas zusammen, die sie sich dann wegmachen lassen. Und warum lassen sie das wegmachen? Weil sie teilweise nicht mehr in diesen Gruppen vertreten sind, weil sie nichts mehr damit zu tun haben oder zu tun haben wollen. Aber wie mit rechten Moden und Symbolen umgehen? Ich hatte einen Fall mal gehabt, das ist aber auch schon 3 Jahre her, der hat ein Hakenkreuz am Innenarm und sollte eben vom Gericht aus die und die Strafe erhalten. Wenn er sich das Teil wegmachen lässt, würde die Strafe wegfallen. Und das haben wir dann übertätowiert. Gibt es denn solche Verbote an Schulen? Es gibt solche Verbote an Schulen, leider eine in Berlin. Das ist vor einem Jahr ist dort Lonsdale verboten worden, hat dann auch ein Schüler dagegen geklagt, hat aber leider verloren. Und in Belgien hatten wir jetzt schon 2 Rückfragen, die gesagt haben, hier in unserer Schule wird es jetzt verboten und können wir nicht was dagegen tun, weil wir tragen die Marke einfach, weil wir Punks sind und keine Rechtsradikalen, wir würden sie gerne weitertragen. Das Verbot dieses Gymnasiums in Berlin war eine Ergänzung zur Hausordnung, in der verboten wurde, bestimmte Kleidungsstücke bestimmter Marken auf dem Schulgelände während des Unterrichts und insbesondere auf dem Pausenhof zu tragen, weil diese Marken das Erkennungszeichen rechtsradikaler Jugendgruppen seien. Das musste von den Eltern unterschrieben werden, dass das zur Kenntnis genommen wurde und dass man sich daran hält. Ansonsten wurde der Schulverweis des betreffenden Schülers angedroht. Und außerdem wurden die Schüler, die Eltern dazu verpflichtet, Stillschweigen über diese Vereinbarung zu wahren. Was das juristisch alles bedeutet, das mögen andere Leute klären. Moralisch ist es für uns eine unglaubliche Angelegenheit, Kinder quasi zu kriminalisieren. Bei dieser ganzen Diskussion um Verbote in Schulen von Kleidung, von Musik und so weiter, was auffällig ist, es wird immer nur an den Symptomen gearbeitet. Das heißt, man will letztendlich nur Ruhe in der Schule haben. Man will, dass sie die Kleidung nicht mehr tragen. Aber eigentlich geht es doch darum, nicht was sie am Körper haben, sondern was sie in Köpfen haben. Das heißt, es geht darum, gerade wenn jemand, Anführungszeichen, rechte Kleidung hat, wäre es eine wunderbare Chance, das aufzugreifen, das zu diskutieren, darüber ins Gespräch zu kommen. Wofür stehen eigentlich die Schuhe? Warum trägst du dieses T-Shirt? Was bedeutet das für dich? Das ist ein wunderbarer Anlass, wichtige Themen wie zum Beispiel Rassismus, wie Diskriminierung von Minderheiten aufzugreifen. Anhand von jugendlichen Symbolen. Auch bei der Musik kann man es wunderbar machen. In jeder Klasse gibt es Rechtsrockfans. Da kann man fragen, was findest du an diesen Texten? Die Schule, nein, verzichtet letztendlich auf ihren pädagogischen Auftrag und versucht es häufig autoritär zu regeln. Das kann nicht Sinn der Sache sein.